What's up, Leute? Mein Name ist Conny und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Connys Arena-Leiterinsel. Und dieses Mal bin ich wieder mal nicht alleine und zwar ist... Ja? Chigi? Ah, ich bin Chigi. Ah, ja, oh. Nee, du bist Jackson, sorry. Ah, stimmt, ich bin dick. Also ja. I'm Chicky. Ich bin back. Der zweite Mal. Er ist wieder da und dieses Mal versucht er sich nochmal gegen jetzt die. Kajutsu wieder dabei. Ja, es ist Kajutsu. Oh, sorry. Rede. Wieder dabei. So, also. Ja, jetzt habe ich Kajutsu wieder dabei, wo. Letztes Mal dabei war, aber einfach nicht verwendet wurde. Du hattest aber Nibuna ausgetauscht, genau. Ja, aber ich habe eben Kajutsu auch noch nicht verwendet, deshalb mal schauen, ob ich diesmal verwende. Das ist eine gute Frage. Mal schauen, ob du es verwenden kannst. Ich bin sehr gespannt. Also können schon. Ich und diese Arena-Kämpfe habe ich schon mal gekämpft. Genau. Glaube ich, oder? Ja, hast du. Und das ist das Rematch. Jetzt habe ich eben Rematch einfach eben. Wer habe ich jetzt ausgetauscht? Es ist Nibuna. Nibuna, okay. Genau, ja. Du hast Nibuna ausgetauscht, was sogar eine bessere Wahl war als... Quatschutz ist eine bessere Wahl als Nibuna, auch wenn du damit die Ice Shard Prio hast, also die Eissplitter Prio hast. Und ja, wenn du jetzt den Kampf verlierst, bist du aus der Challenge raus. Weil du hast kein Continue mehr. Wie denkst du, wird der Kampf ausgehen? Ja, los. Okay. Weil ich bin scheiße in Pokémon. Ja, okay. Fangen wir an. Ist doch so. Ja. Ja, liegt vielleicht auch daran, ne? Ja gut. Nicht wundern wegen seinem Kommentarstil. Pascal! Ja, Pascal kommt wieder rein und ist wieder der gleiche Anfang wie damals. Ja, hat sich nicht so viel geändert. Diesmal bin ich auf Knockoff gegangen und. Pascal! Pascal hat sehr viel Schaden gemacht. Diesmal gehst du auf Kill. Pascal wenigstens geblieben. Und du misst den Fokus Blasten. Das war ein bisschen unlucky für dich. Ist schade. Oh, Pascal, ey. Was kann der nur? Ja, nichts. Ja, doch er hat wenigstens Schaden. Ja, aber auch. So angespuckt. Er hat angespuckt. Ghost. Mit Ghostbusters. Hier kommt Gardevoir rein. Jetzt habe ich Gardevoir. Ja. Mhm. Ja. Oh, was habe ich dann? Wow. Protector. Genau. Ich bin vorhin mit Flipton rausgegangen, in mein Medicham rein und das gewinnt das Matchup. Aber du lebst das. Ich habe das ein bisschen unterschätzt und du gehst jetzt auf Moonblast und ja. Und ich habe One geschockt. Nice. Ich habe da ein bisschen den Damage überschätzt von Meditalis, das war auch mein Fehler in dem Moment. Ja. Und was habe ich jetzt? Oh, Protector. Ja, du bist hier am Scouten, was jetzt kommt? Es kommt die Hydro-Pumpe. Ah, jetzt ist nur noch Hydro-Pumpe, dann... Genau. Und du drückst weiter im Protect, wie so ein Frecher. Weil, ja gut, du hast jetzt eine 50-40% Chance gehabt, damit das Protect funktioniert. Und jetzt hast du es nochmal versucht. Ja, da fehlt. Und dritte habe ich Versuch und ja. Ja, es ist nicht immer geil, für Triple Project zu gehen. I try my best. Ja, du hast dein Bestes versucht, aber trotzdem. Wie du überlebst du das? Und wenn du den Player. Und du misspläst, gehst auf Schwerttanzen, nicht so. Ich glaube, du hast gechoked, Bruder. Ja, unterschätzt. Ich dachte, ich bekomme nicht so viel Damage, aber ja. Jetzt mit Queen Ninja. Gehst auf Dark Pulse. Mein Angriff ist gestiegen. Und ich miss meine Hydro-Pumpe. Das ist ärgerlich. Gehst wieder auf Dark Pulse. Ich krieg wieder den Justifies Boost. Also krieg einen Angriffsboost. Miss wieder eine Hydro-Pumpe. Weil ich mir nur denke, Chiki, was machst du mit mir? Ich pisse dich an mit der Dark Pulse. Ja, der darf irgendwie so, tschüss, Keldeo, du Penner. Damit du auch, da ich gemerkt habe, dass du nicht Protein bist, okay, kurz erklärt. Da ich gemerkt habe, dass du nicht Protein bist, habe ich mir da schon gedacht, dass du vielleicht das Ash-Gününchen sein könntest und wollte dir dann nicht den Kill geben. Geh direkt auf mein Zapdos, was ein Misplay war, was ihr gleich sehen werdet. Da wechselst du sehr aggressiv in Ditto rein und ich bin hier auf die U-Turn gegangen. Und ja, und jetzt besiegst du mich, weil... Ich hab nix, was ein Walschal Zapdos killen kann.
ausbieten kann. Und jetzt, ja, der Rest ist Geschichte. Ja, geil. Vielleicht, jetzt ist nochmal zack, das Gegensatz. Und ihr kriegt. Ja, du bist. Du bist. Sache, was? Ey, ich hab wenigstens getroffen. Erst wenn ich daneben getroffen hätte, wäre ich vielleicht tot. Ja, bisschen unlucky für mich gewesen, aber. Aber hey, du hast jetzt den. Also. Jetzt habe ich gewonnen. Zwei Win heißt also ein Return, oder? Genau, du hast einen Continue dazu verdient. Plus, hattest du ein bisschen Glück mit dem Drecksgeninja, wenn ich ehrlich bin. Was? Was Glück? Skilled, Brudi. Ja, wow, du bist einfach zwei Hydros gedodged. Super cool. Nein, Spaß. Also gut. Aber ja, da zeigt auch schon, warum ich auch persönlich viel Angst vor Ditto habe. Ditto ist geil. Ditto ist geil, aber... Es auch ist ihr Name. Auch ihr Name ist sexy. Der Name ist echt gut. Seine Namen sind besetzt. Ja, sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Die sind allesamt nice. Waifu-Clone. Ja, Waifu-Clone ist halt wirklich der beste Name, den man für ein Ditto haben kann. Was auch gut ist... Die nächste Arena. Oh, jetzt hab ich, Du hast jetzt Knackrack dabei. Das Knackrack dabei. Genau. Ich habe auf englische Pokémon über. Garchomp. Garchomp, genau. Ja, Garchomp, genau. Ja. Und Garchomp. Ich sehe schon. Ich muss eigentlich nicht. Shiny. Ja, aber bei der Team Pyro wird es nie angezeigt. Ah. Garchomp merkt man gar keinen Unterschied. Ich merke keinen Unterschied, ja, ob ich genau, shiny ist oder nicht. Genau, ja, Shoutouts an Jason. Ich dachte wirklich, jetzt wäre Unterschied gerade. Also, ja, ne. Ja, vor allem Jack, also Walda aka Jackson ist ja der Meinung, dass Shiny Knackrack wunderschön sei. Auch wenn es eine kleine Änderung ist, aber... Wo zum Fick ist da die Änderung? Klar, es ist ein bisschen dunkler, aber... Das ist kacke. Egal, gehen wir auf das Matchup ein. Du bekämpfst tatsächlich gegen eine sehr gegen von Galva gefürchtete Arena, die Käfer-Arena. Käfer. Und ja, du hast da ein recht gefährliches Pokémon gegen die Käfer eingepackt und das ist tatsächlich das Garchomp. Und auch, ja, das ist das wunderbare Ramos. Ramos ist so ein Biest. Also jetzt hat er eigentlich alle meine Pokémon angezeigt. Ah nein, warte, jetzt fällt noch ein. Ja, es fehlt nur noch eins und das wird vielleicht das erst... noch nicht bekannt ist. Genau. Und sonst eben habe ich 7 Pokémon schon gezeigt. 8, du hast 8 gezeigt. Habe ich 9 Pokémon? Ja, du hast 9 Pokémon immer. Hast du wieder vergessen. Okay. Ja, dann habe ich... Ja, ich habe vergessen. Weißt du, wie lang dieser Kampf war? Vor einer Woche? Nee, das ist viel länger. Schon länger, 2-3 Wochen oder so. Ich bin alt, Digga. Ich bin auch alt, mein Sohn. Aber wir wollen sagen, ich glaube, okay, ja, doch, es ist 2 Wochen her. Aber ja, wir wollen gleich mit einem Kampf starten. Und mal schauen, wie du dich gegen die Käfer schlägst. Ja, wahrscheinlich gut, weil ich Pascal wieder da habe. Und deshalb... Den du nicht liebst, gegen die ist mit Shiny Jackson. Und du müsst den Rock Slide. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil jetzt gehe ich auf meine Sticky Whips. Gerade. Weißt du, was Sticky Whips macht? Was macht der schon wieder? Sticky Webs, wenn du reinkommst, dann wirst du um einen Punkt langsamer. Also, da wirst du halt langsamer. Eben, wenn man wechselt, oder? Genau, wenn du wechselst. Jetzt ist es noch nicht langsam. Und wir haben jetzt hier Rock Slide into Toxic getradet. Toxic ist für mich, glaube ich, ein bisschen besser als der Rock Slide, der auf meinen Eddies. Oh, jetzt wird er getoxic. Ja, jetzt geht's hier auf Sherox. Und. Rockslider, ja. Ja, du Rockslidest und du glaubst, du sollst langsam rausgehen, weil das ist ein bisschen bitter für dich. Und jetzt gehst du auf. Pascal! Danke! immer sagen. Es ist Pascal! Jetzt gehst du auf Schwerttanz und ich habe schon gemerkt, fuck, ich habe gemissplayed. Das war ein actually guter Play von dir, weil du bist jetzt auf Gengar gegangen und du. Na, Moment, du killst mich nicht, Michael, aber ich bin einfach dumm. Aber ich das war ein guter Play. Da muss ich sagen, hast du sehr gut gemacht. Ja, umarm ihm. Schön scharf. Mhm. Oh, da hat er Gehalt. Okay. Ja, gut. Jetzt
Jetzt glaube ich, beginnt der unangenehme Teil von einem Fight, weil jetzt wird das Ganze ein bisschen länger gehen, weil ich versuche mich halt hoch zu boosten wahrscheinlich und du versuchst mich halt langsam und qualvoll zu killen, wie es ein Ramos so tut. Aber ich bin zäh langsam. Ja. Das ist das Einzige, was nicht an Ramos passt. Schön, dass ich dich umarme. Das ist sehr schön. Dass du mich umarmst. Und ich halte mich. Geil. Und ja, ich merke auch, dass, glaube ich, der Xisor killt nicht an der... Hätte gekillt an der Range, aber ich wollte halt in einer guten Range sein. Aber ich glaube, ich hätte die einfach für den Kill gehen sollen, weil... Ferrothorn zu killen ist für mich actually besser, als wenn du meinen Xerox killst. Also, ich krieg dadurch mehr raus als du aus mir. Was halt... Ja... ein schlechter Trade von mir war. Egal, lehnt euch zurück, macht euch einen Kaffee, esst eure Lieblingschips oder so. Oh, ich habe eine gute Roll getroffen. Nice. Und ich glaube, hier realisiere ich das auch, dass ich... Dass das Beste ist, dich jetzt hier einfach zu killen, weil ich jetzt den War ansonsten nicht gewinne gegen den Ferrothorn. Und ja, aber ich realisiere es einfach nicht. Warum bin ich so dumm? Weil du Hoffnung hast. Und man sagt ihm, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, yeah, das ist halt ein bisschen doof, weil jetzt bist du wieder nicht in Kill-Range. Klar, es könnte dich potenziell killen. Und du machst es hier ganz gut, gehst, stallst mich weiter in Bitter aus und ich kann hier theoretisch nichts machen. Eigentlich schon, kannst du es fertig. Nein, ich. Nee, wenn ich hier mit Xerox lebendig rauskomme, dann hast du verloren. Das ist hier die Sache. Aber ich komme nicht lebendig mit Xerox raus und das ist das Problem. Wie gehst du auf? Hattest du keine Gyro Balls mehr? Du hattest keine Gyro Balls mehr. Ah, okay, dann bist du auf Power Whip gegangen. Und glaube ich, realisiere das hier, glaube ich, gar nicht. Und du gehst hier weiter auf Power Whip und ich habe mir so, okay, gleich komme ich ja tatsächlich lebendig raus. Und hier nutze ich die Chance nochmal, um noch ein Schwerthand zu drücken. Und ja, und ich glaube, wenn ich jetzt hier rooste und ich jetzt gut rauskomme, mit guten KP, dann hast du ein Problem. Weil dann ist hier ein geboostetes Xerox und das geboostete Xerox macht dann Sachen mit dir. Ich muss dich jetzt nur noch killen. Ich glaube, killen tue ich dich auf jeden Fall. Ja, das tue ich. Ja, hast du gemacht. Aber trotzdem kriege ich hier sehr viel Schaden und... Gehst hier auf Greninja. Um mir wahrscheinlich den Kill zu claimen, gehst hier auf Water Shuriken. Aber triffst nur zweimal, was ein bisschen unlucky war. Aber du überlebst das mit 10 KP. Und du kriegst wieder nicht den Battle Bond Kill. Oh, sorry. Das war es noch unglaublich, dass du überlebt hast. Mit Wasser Shuriken. Ja, das. Ja, klar. Nur zwei Hit, weil normalerweise würde mehr Hit sein. Da wärst du tot. Das stimmt. Hätte diese Damage nicht sein müssen. Mhm. Oh ja. Und wenn du mich gekillt hättest, hättest du den Battlebond-Boost bekommen. Du wärst jetzt Ash Greninja gewesen und nicht noch der normale Greninja, weil ich da durch Leech Seed gestorben bin und du mich nicht gekillt hast. Ich gehe auf die Chance und gehe auf Rakonit, weil ich denke, dass du gespaxt bist mit deinem Greninja. Und du gehst ja auch raus. Und du sagst wahrscheinlich Pascal. Du opferst. Pascal! Dead. Ja, ich musste. Es ist schwer, immer jeden Leute zu opfern, das stimmt. Nein, Pascal nicht. Und ja, aber dafür trotzdem hast du Clear Body und damit kann ich keine Liquidation mehr spammen. Das ist sehr schlecht für mich, weil jetzt machst du hier. Oh mein Gott, Alter! Machst dir so viel Schaden. Emotional Damage. Richtig. Ja, und du killst mich hier. Auf Play One. Genau, du killst mich damit. Hättest auch Sucker Punch drücken können, aber das war riskant wegen Shell Smash, also hast du schon richtig gespielt. Hier kommt. Knack, knack. Shiny Jax. Shiny Toxic Modus. Schau mal, das ist Shiny. Ja. Kein Unterschied. Das ist Shiny? Und hier merke ich schon, warte, das hat viel zu wenig Schaden. Und du killst mich jetzt hier einfach. Nicht, weil ich bin ein geiles Ramot. Und die Poison macht dir schon ein bisschen zu schaffen. Und du killst mich. Und ich kill dich nicht mit Fairy Dance. Ich hab dir gemissklickt oder so. Sonst hätte ich jetzt hier deinen Shiny Jackson gekillt. Und ich hab gedacht, du wechselst raus auf Shinobu. Weil du dir vielleicht deinen Knacker noch aufbauen wolltest. Und gehst hier auf. Nein. Ja. Ja, nein. Aber einfach nur nein. Hier kommt Sette! Und du gehst hier auf Schwerthand und denk mir so, oh, das könnte gefährlich werden für dich, wenn ich jetzt critte, was ich nicht tue.
Und ja. Dafür one-shot ich dich. Genau. Aber Crit hat noch gefährlich geworden. Und trotzdem hast du mich souverän geschlagen. Jetzt danke, Punch. Und hab dich gekillt, ja. Ja. Und damit hast du den Käferorden verdient. Und damit ist immer noch Galva der Einzige, der gegen die Käferarena verloren hat. Du solltest dich schämen, Galva. Spaß. Bist ein super Typ. Und was sagst du zu dem Fight? Es war schon sehr hart. Ich hab noch Hoffnung auf Pascal gehabt. Ja, wow. Was für Hoffnung. Was für Hoffnung. Du gehst nicht auf das Matchup Gwen gegen Ramus ein? Obwohl Gwen eigentlich gewinnen sollte? In der League wäre Gwen besser, aber die Pokémon ist halt Ramus besser. Aber trotzdem hat Gwen dich gekillt, fick. Was? Ja, trotzdem. Hab dann mal schlussendlich. Ja. Yeah. Ja. Genau. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt den Part beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und. Yeah. Und ich hoffe, komm, schnapp ihn dir! Komm, schnapp ihn dir! Pokémon!